Woraus besteht eigentlich ein Gemälde? Aus einem Rahmen, auch Keilrahmen genannt, und einem über den Rahmen gespannten Stoff der Leinwand. Auf die Leinwand wird dann mit Farbe ein Bild gemalt. Es gibt aber auch Künstlerinnen und Künstler, die statt Farbe ganz andere Materialien auf die Leinwand bringen, so wie in diesem Bild. Schau dir das schwarze Quadrat ganz genau an. Es besteht aus vielen einzelnen schwarzen Wollfäden, die über die Leinwand gespannt wurden. Darüber hängt lose ein einzelner weißer Faden. Dieses Bild ist also gar kein Gemälde, sondern eher ein Bild aus Wolle, ganz schön ungewöhnlich. Was verbindest du mit Wolle? Einen warmen Pullover? Viele Menschen denken bei Wolle sofort an Handarbeiten wie Weben, Häkeln oder Stricken. Früher gehörte es zur guten Erziehung, wenn Mädchen gut nähen, stricken und sticken konnten. Diese Arbeiten wurden aber nicht sehr geschätzt. Sie galten nicht als Kunst. Frauen war es lange verboten, Künstlerinnen zu werden. Sie sollten lieber zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern. Erst vor ungefähr 100 Jahren durften die ersten Frauen in Deutschland an einer Kunstakademie studieren. Rosemarie Trockel begann vor fast 50 Jahren mit ihrem Malereistudium. Aber auch zu dieser Zeit hatten es Frauen in der Kunst nicht leicht. Es waren vor allem die männlichen Künstler, die angesehen und bekannt waren. Das hat viele Künstlerinnen geärgert, auch Rosemarie Trockel. Als sie begann, ihre Bilder aus Wolle zu machen, war das ganz schön mutig und provokativ. Aber Rosemarie Trockel sagte sich wohl, jetzt arbeite ich erst recht mit Wolle und stelle so die alten Vorstellungen von dem, was Kunst ist und was nicht, auf den Kopf. Sie hat ganze Bilder gestrickt oder die Leinwände mit Wollfäden bespannt, wie bei diesem Bild hier. Damit ist sie sehr berühmt geworden. Sie zählt heute zu den bekanntesten Künstlerinnen weltweit. Jetzt bist du dran. Erstelle dein eigenes Wollbild. Mach's wie Rosemarie Trockel. Du brauchst eine Pappe, etwa in der Größe eines DIN A4-Blatts oder größer, ein Lineal, eine Schere, einen Stift. Wolle in zwei verschiedenen Farben, du kannst aber auch mehr Farben benutzen, Klebeband, flüssigen Kleber und eine Nadel mit großem Nadelöhr, zum Beispiel eine Stopfnadel. Zuerst bereitest du den Rahmen und die Leinwand für dein Bild vor. Lege das Lineal an der linken oberen Seite deiner Pappe an. Bei Zentimeter 1 machst du mit dem Stift einen Punkt. Das gleiche wiederholst du auf der linken unteren Seite. Verbinde die beiden Punkte mit einer geraden Linie. Das gleiche machst du auf der rechten Seite der Pappe. Jetzt zeichnest du waagerecht kleine Striche auf die Pappe, die vom Rand der Pappe bis zu der markierten Linie gehen. Achte darauf, dass zwischen den Strichen immer ein Abstand von ein paar Millimetern ist. Mit der Schere kannst du jetzt überall dort hineinschneiden, wo du deine Striche gezeichnet hast. Deine Pappe Sieht dann so aus, als hätte sie Zähne an den Rändern. Jetzt hast du den perfekten Webrahmen. Überlege dir, welche Wolle du für den Hintergrund deines Bildes verwenden willst. Schneide dir ein langes Stück Wollgarn ab und klebe ein Ende mit Klebeband auf der Rückseite der Pappe fest. Dreh die Pappe um und ziehe die Wolle durch die oberste Spalte von links nach rechts. Du musst nicht zu fest ziehen, aber die Wolle sollte gut im Spalt sitzen. Dann ziehst du die Wolle wieder an der Hinterseite entlang und dann wieder vorne durch die Spalte der zweiten Reihe und immer so weiter, bis du unten angekommen bist. Wenn zwischendurch das Wollgarn endet, dann nimm einfach ein neues und knote es auf der Rückseite der Pappe mit dem alten fest. Sobald du die letzte Reihe fertig hast, kannst du das Garn auf der Rückseite festknoten. Ist der Hintergrund fertig? Überlege dir, welches Bild im Vordergrund zu sehen sein soll. Vielleicht eine Pflanze oder ein Tier? Du kannst zum Beispiel auch nur einen Teil des Tieres darstellen, wie zum Beispiel den Schwanz einer Maus mit samt Hinterteil. Das sieht dann aus, als würde sich das Tier hinter der Wolle verstecken. Nimm für dein Motiv eine Wolle in einer anderen Farbe. Verknote ein Ende der Wolle mit einem Faden aus deinem Hintergrund, dort wo dein Motiv beginnen soll. Dann lege die Form, die du möchtest, auf den Hintergrund. Mit einer Stopfnadel kannst du für deine Form auch mal vor der Hintergrundwolle und mal hinter dem Garn entlang gehen und zwischendurch Knoten. Mit flüssigem Kleber kannst du dein Motiv auf dem Hintergrund festkleben. Du entscheidest, wann dein Wollbild fertig ist. Es kann ganz wild und bunt werden oder auch nur aus wenig Farben bestehen, so wie bei Rosemarie Trockel. Viel Spaß dabei.